Mädels, hallo! Einen guten Morgen miteinander und ein Hallo. Mein Name ist Lutz Kirsch, ich bin voll euer Motivationstrainer Lockdown Teil 2. Ja, ich finde es klasse, dass alle meine Kinder zu Hause sind, denn ich liebe sie über alles. Nein, ich finde es nicht klasse, weil das Timing nicht passt. Ja, ich finde es toll, wenn sie abends hier sitzen und wir richtig viel Spaß haben. Nein, ich finde es nicht so toll, wenn sie lernen müssen, ja? Ja, weil heißt für uns lernen auch, dass wir auch lernen. Ich finde es toll, dass wenn sie sagen, ich gehe raus und wir können ein bisschen spielen. Ja, nein, ich finde es nicht toll, wenn die alle 5 Minuten, Mama, ich blick Mathe nicht, Mama, ich blick das nicht. Nein, finde ich nicht so toll. Ja? Also wenn mich jemand fragt, so Klaus, wie bist du mit dem Lockdown Teil 2 klargekommen? 50-50. Manchmal ist es halt so, ich bin eine gute Seele und manchmal ist es halt so, gut Dad, schlecht Dad. Das ist wie mit gut Cop, schlecht Cop. Ja? Manchmal muss ich halt doch mal wieder die Zähne zeigen, obwohl es dir dann, sobald du die Zimmertür zugemacht hast, irgendwie auch leid tut. Hm? Tut dir auch leid. Aber es geht halt manchmal nicht. Okay? So. Ich bin warm. Okay. Unterricht also, heute, Leute. Geht. Ganz easy. Wir machen nur Apps. Apps ist unterrum. Apps, Bauch-Apps. Okay, erste Runde. Apps, 35 Sekunden. Auf alle vier. Nicht so brutal wie beim ersten Lockdown. Auf alle vier. Aber. Auf alle vier. Hier. Und nur nach vorne. Oh. Na, ganz easy. Nicht schnell. Nicht schnell. Okay, nicht schnell. So viel bitte, wie viele ihr könnt. Okay. Jetzt geht ein bisschen diagonal. Oh. Zum Arm. Diagonal des Knie. Zum Arm, ja? Aha. Diagonal. Aha. Nicht aha. Ja, aha. Klaus, Chef, Meister. Oh, Schatz. Sag einfach. Mir tut alles weh. Ja, ich weiß nicht, ob ich heute fähig bin, Training zu machen. Du bist fähig. Ich glaube an euch alle. Sonst also, macht ihr halt weiter, wenn ihr... Vierfüßlerstand. Vierfüßlerstand. Und Vierfüßler hoch die Fersen. Hoch. So, und jetzt diagonal die Knie zum Ellenbogen. Ja, ganz easy. Ja, ja, genau. Warum Vierfüßler? Warum nicht Stützposition? Nein, nicht Stützposition. Bitte Vierfüßler. Das ist jetzt eher so halb. Ja, jetzt ist besser. Ah, okay. Von vier. Oh. Ha? Was sind das? Das sind geile Übungen, die ich für euch erfunden habe. Oh, Schatz, wie lange noch? Oh. Ha? 10 Sekunden noch ab jetzt. Oh nein. Oh doch. Und versucht den Rücken gerade zu lassen. Oh, Schatz. Ja, Gott. Wenn du das immer so sagst, will ich ganz wuschen. Oh, Gott. Zeit. Heute ist nicht mein Morgen. Das hat sie gestern schon gesagt. Das hast du gestern gesagt, das glaubt ihr nicht. Aber gestern, aber heute war ich auch schon 100 Mal auf die Treppe hoch und runter. Das ist Warm-up. Also, komm, was jetzt? Ja, zweite Runde. Gleich. Ha, 3 Runden sind's. Oh. Und los ich geht's. Ich weine heute. Ja, du kannst. Nicht. Okay, 4 Füßler-Ladies und los. Hopp, hopp, hopp. Wirklich Spaß im Bauch? Ja. Ja? Hopp. Geile Sache, gell? Hopp. Wir machen nur Apps. Angie, für dich 10 Sekunden noch. Hopp. Hopp. Super. Noch 5 Sekunden. 4, 3, 2 und Zeit. Joi, da, da, da. Aha, siehst du, Anja findet auch wahnsinnig, was sie machen. Ja, Anja. Siehst du, wir finden es auch wahnsinnig, was sie alle machen müssen. Ja, und du bist nur am, ja, egal. Und dritte Runde und los geht's. Hopp. Joi. Kommt, Ladies, hopp. Ja, kommt, Ladies, jetzt aber mal motiviert hier. Ja, es wird nur besser. Ich hoffe, Anja, du machst auch mit. Trotz Lernen. Ist schon noch eine halbe Stunde. Ist gut für sie. Aua, geht's Feld auf, bitte! Sack und Asch, damit haben wir gleich so. Ja, weiter. Ja, super, 10 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. Ja, 4 Sekunden noch. 3, 2 und stopp. Joi. Haben wir nicht gesagt, dass auch Arme und Beine kaputt sind? Nein, heute kommen nur Apps. Warum machst du das? Ganz easy jetzt. Was Toll. Kommt jetzt? Ganz easy. Also, ich mach's hier. Ich brauche die Matte nicht. Ja, so, von hier, Spannung und los geht's. Wow. Das, aber mit Bewegung, nicht nur die Arme, sondern mit Bewegung. Ja? Okay? Das ist fies. Ja, so bin ich. So bin ich, jo, fies. Jo, ich kann mich nicht auf mein Po hinsetzen. Ich kann mich auf mein Po super hinsetzen. Mein Po ist super. Jo, bereit? Ich habe zu spät gefrühstückt. 30 Sekunden. Ja, das ist, wenn man so ein bisschen später aufsteht halt. Ja. Und los.
Warte. Nun los, Zeit läuft. Hoch, hopp, 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 komm. 10 Sekunden noch? 10 noch, komm. Oben ganz hoch an die Zehen gehen, versuchen ganz 10 und 4, 3, 2 und lösen. Oh, joi, Mädels, meine Sportkarriere, meine Kräfte sind zu Ende. Ich habe gestern auch noch eine halbe Stunde fast mit Keanu jeden Tag tanze ich. Machen wir Dance Workout, damit sie auch Bewegung haben. Das sind vielleicht das Gute. Sami, Spazier reicht ja ihm, aber Keanu muss auch noch mehr. Von unten nach oben, immer unten, ganz kannst du ablegen, immer. Ah, wie ein Crunch, genau. Und die Hände sind hier, und wenn du hochgehst, schiebst du hoch. Genau, super. Ja? Super. Macht sie richtig toll, guck mal die Eule an, guck mal, oh, ist die schön, die Eule. Ja? Und ich sehe dich, du Eule. Und an die Zehen, Füße gerade, weiter. 10 Sekunden auf 5, 4, 3, 2, und lösen. Wie soll ich sie gerade machen? Ich habe so kurz jetzt. Meine ganzen Beine sind total mit Muskeln. Er guckt mich böse an, weil mich schon wieder Jim. Böse ist was anderes. Ich gucke böse. Ich bin nicht in meine Kräfte. Ich gucke verständnisvoll. Ach, verständnisvoll. Aha. Wer schreibt? Niemand. Niemand. Das sind alle machen. Alles okay, so Ladies, komm. Los. Hochkommen und los geht's. Hoch. Hopp. 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 Weiter. 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 Boah, es tut weh. Weiter. 4, 3, 2 und lösen. Jetzt die nächste Übung. Für die nächste Übung braucht ihr entweder einen Partner oder eine Kante, an der ihr euch unterhalb festheben könnt. Ja? Also wir haben den Sofa oder so. Ja genau, steht mal bitte hin. Steht mal bitte hin. Ja. So, eure nächste Übung ist, entweder geht ihr die Hände unter das Sofa oder ihr nehmt euren Partner an die Fesseln hier, habt die Beine gestreckt, eins angewinkelt. Ihr geht hoch, eins, zwei, geht runter, wechselt das Bein. Hoch, eins, zwei. Keine Angst. Immer wechselt ein Bein angewinkelt. Echt? Aber ich glaube, ich schaffe es auch ohne Partner. Glaube ich. Oder? Sie ist so angeberisch. Und ich muss meine Haare öffnen, mein Zopf drückt. Also. Aus Miefe. Okay. Und los. Hä? Hoch. Anwinkeln lassen, anwinkeln lassen, nee, ohne abzusetzen, hoch, hoch. Hoch, na, ich kann. Schatz, lass mich. Stopp mal. Die anderen können doch auch nicht besser. Die schaffen es auch nicht, Schatz. Deswegen mach einfach normale Übungen, mein Baby. Das ist eine normale Übung. Komm, nochmal, Mädels, das ist ja Katastrophe, was er hier macht. So, und hoch. Hoch, hoch. Hoch. Komm, wechsel, anderes Bein. Gerade machen, wieder und anderes Bein anwinkeln. Und hoch. 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 Gerade machen wieder und anderes Bein anwinkeln. Hoch. Hoch. Boah, das tut ja total weh. Und wieder anderes Bein anwinkeln. Hoch. Hoch. Was hast du da in deiner Tasche? Weitermachen. Das hört sich nach Pelusch an. Nichts Pelusch. Papier. Und. 4 Sekunden noch. Hoch. Oh. Und Zeit. Joi, das tut sehr weh, Schatz. Bein bitte angewinkelt. Joi, cool. Mädels, merkt ihr hier den oben? Es wäre cool, wenn am Hochgehen das Bein angewinkelt lässt. Wie meinst du? Ich bin hier. Ja. Ich gehe hoch und habe das Bein hier angewinkelt. Hoch, hoch. Gehe ja, aber runter. Deine geht auch bis. Ja, ich hebe jetzt an uns fest. Ja. Okay. Das Bein so lassen, hochgehen und hochschieben. Aber zweite Runde. Ist ja egal, Hauptsache ihr merkt was. Es tut weh, Schatzi. Es okay. Tut richtig weh. Und los geht's. Aua. Hoch. Super. Hoch. Jetzt. Und wie viele? Hoch. Zwei. Hoch. Wow, hey. Und
hoch. Und hoch. Hoch. Und wechsel. Hoch. 5 Sekunden. Hoch. Und. Nächste Mal. Wechsel. Hoch. Und hoch. Zeit. Ich leide dich jeden Morgen. Kann er nicht mit mir normale Übungen machen, wo ich dann auch sportlich dabei aussehe? Nein, er macht mit mir immer Übungen, was neu sind und voll anstrengend für mich. Okay. Dritte Runde. Er sagt ja gar nichts mehr. Nein, weil ich lasse es auch nicht runter. Und los geht's. Hopp. Willst du schlagen oder was? Ich hab Schwung. Ohne Schwung wäre cool, wenn die Hunde hier hochziehen würde. Ist auch egal. Mach so, wo es geht. Oh, Schatz, es tut so weh. Du hast keine Ahnung. Doch. Ich liebe das. Oh. Wenn ich morgens immer machen darf, dann ziehe ich deine Leder dringend. Oh, ich schaff's nicht mehr. Zeit. Ich schaff's nicht mehr. Nächste Runde. Oh. Nächste Runde. Joi. Joi, Mädels, ihr dürft echt schimpfen mit ihm. Gell? Richtig so. Italienisch und auf alle Sprachen. Schade. Und auf alle Sprachen dürft ihr. Schade. Easy Übung. Schade. Ich finde auch wahnsinnig, was die machen sollen. So, schaut mal, bitte, gehen wir uns mal eine Reichweite. Ja. So, wir gehen jetzt hier in die Vorspannung. Hier. 10 sind angezogen. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Mehr ist nicht. Spannung halten. Mehr ist nicht. Habt ihr es gehört? Mehr ist es überhaupt nicht. Spannung halten, hier Spannung halten und nur hochgehen. Was ist das für uns? So machen wir das. Mal in schöne Schritte, hoch und wieder sehen. Wir haben es verstanden. Ja, verstanden haben wir es. Dann macht mal. Verstanden haben wir es, Schatzi. Dann macht mal. Joi, meine Beine. Joi. Ich gebe dir die Zeit. Bereit? Und Hände ausgesetzt, Bauchspannung, Oberkörper hoch und die Zeit läuft jetzt. Eins, zwei, nein. Schön parallel. 5, 6 und wieder senke. 1, 2, 3, 4. Ablegesätze. 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoch. 1, 2. Nicht so schnell, genieße. Hopp, 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 hopp. Hoch, 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 hoch. Einmal nach runter, atmest du. Und lösen. Ich wusste jetzt nicht, ob du atmest. Schatz, man sieht mich gar nicht. Und man sieht sie gar nicht. Nur dein Handy. Ja, wegen der Zeit halt. Joi. Ich glaube, Larissa macht auch nicht mit, oder? Sie können sich noch nicht mal bewegen. Und der Ben auch nicht. Du bist gestorben vom gestrigen Training. Das war so der brutal. Brutal. Oh, los geht's. Oh nein. Und Zeit, ich nehme die Zeit, damit das Ilde Korsett hockey weiter zurück. Drück die Rücken an den Boden, Mädels. Bauch einziehen, Oberkörper hoch, Spannung halten. Los geht's. 2, 3, 4, 5, 6. Ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Nicht zu schnell. 4. Und guck, dass die Füße immer gleich sind. Ja, genau. Das auch nochmal tiefer ist. Ja, super machst du das. Atmest du? Atmest du? Hallo? Gib eine Antwort. Warte weiter. 4, 3, 2 und lösen. Ich liebe das einfach, ich habe keine Ahnung, ich liebe meinen Job als Trainer, ist so geil, oder? Sie zahlt dich mal dafür. Die Jungs haben mich fertig, echt. Was, die Jungs? Die Jungs, ja. Die anderen deswegen, du mich deswegen. Und los, komm, eine Runde noch. Ich hau nachher. Dann hörst du mich los. Und los. Und los. Soll ich live gehen? Soll ich gucken, wie du das machst? 4, 5, 6. 4, 5, 6. Angie schreibt auch nicht mehr, obwohl sie macht nichts mit den Armen, nur mit den Beinen. 5, 6. Angie, bist du noch da? 2, 3, 4, 5, 6.
Sie macht ja, wie soll sie es schreiben? Ich meine, ein Vorschlag, mein, weiß ich nicht. So sie kann ja nicht. So testet man die Menschen. Ach so. Ja, ja. Wenn sie sich Angst ob sie mitmacht oder nicht. Und jetzt mal runter. Und lösen. So, jetzt machen wir es so. Ich schenke euch jetzt komplizierte. Dafür machen wir nur noch den Schwebesitz. Schwebesitz? Ja. Was ist das? Ja, komm mal hoch, ich zeige dir. Schwebesitz ist nur das. Nur das. Nur das. Nur das. Nur. Wieder mit Beine. Natürlich. Natürlich. Nein. 3x 30 Sekunden, letzte Übung. Aber das ist heftig. Mit Beinen ist schwierig. Ach komm, Schatz, jetzt bitte. Jetzt, manchmal tust du wie eine Frau. Aber nur manchmal, komm. Wenn es ums Lernen geht, wie eine Furie. Oh, das tut auch weh. Wie eine Furie, wenn es ums Lernen geht, aber um Sport, dann wie eine Frau. Manchmal. Manchmal, wie gesagt, immer. Hoch, hoch. Kann hoch, ich ihn wechseln, die hoch, Beine? Hoch, nein, nein, nein. Und los. Ja, super. Guckt einmal das an. Wie gemalt. Wie gemalt. Hä? Ich finde, das Hellblau steht ja so gut. Super. Weiter. Und lächle mal in die Kamera. Hm, seht ihr? Sie hat Spaß. Seht ihr? Business is usual. Und wie das heißt, usual. Show must go on. Yeah. Zeit. Ihr macht weiter. Nicht Zeit, sowieso Zeit. Schon. Ja. Show must go on, yeah. 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 Business is usual. Usual, mein Englisch ist very good. Usual. Business is usual. Und meine Zähne ist so gelb. Ich hab sie geputzt. Da hängt halt der Eimer dran. Aber ist doch egal. Nein, die sind nicht gelb, nein. Ihr fällt immer was an mir auf. Brille schief, Haare krumm. So, Haare wird eh schwierig, aber alles andere fällt ihr auf. Zähne nicht sauber. Doch, hab ich geputzt mit Spülung. Super sogar. Bereit? Bereit? Und los. Bauch heiß. Und los. Und los. Hopp. Hopp. Aber weil sie dann immer so belästert, kennt man ja bei 45 Sekunden machen, gell? Das würde sie gar nicht mitkriegen. Aber ich lüge nie mit der Zeit. Das ist, ich lüge nie. 10 Sekunden sind vorbei. Oh, Mama, Eisenbahn. Das haben wir gesagt. Mama, Eisenbahn. Weiter, weiter. Noch 4, 3, 2 und lösen. Oh, oh, ey. Hey. Kannst du nicht die dritte Runde schenken? Nein, ist Weihnachten schon oder was? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Red nicht viel. Spar dir die Kraft. Wer redet, hat Kraft. Ja, mir juckt schon alles. Mir auch. Okay. Und los geht's. Egal. Und los geht's. Dann machen wir noch Stützposition dreimal. Neu. Reicht die Zeit noch? Nein, das reicht gut. Jetzt glauben wir es doch. Fünf Übungen. Fünf Übungen waren es dann. Zwei. Und kompliziert, wie groß nichts mehr machen. Vier. Das schießt dann hinten aus. Sechs. Sieben. Man sieht mich nicht, Schatz. Doch, man sieht sie super. Man sieht sie super. Schade, weil wie man sie sieht. Klasse. Ja. Ja. Rocky. Rocky, komm nochmal. 10 Stück. Komm, komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Weiter. 4, komm. 3, 2. Und letzte Mal. Super. Super. So, meine Lieben, auf meiner Reichweite, ich weiß jetzt, wenn Ildikos Reichweite da ist, ist auch toll. Das war am Freitag. Die liegen jetzt alle bestimmt auf dem Boden. Das war das Freitagstraining. Man nennt es ABS, also ABS-Training. Ja? Ist natürlich nicht für Anfänger gedacht. Ja? Also Rücken sollte schon stabil sein dabei. Aber ihr seid ja keine Anfänger. Nein, darum sage ich, es ist nicht für Anfänger gedacht. Bei Anfängern immer gucken, wer da jetzt mitgemacht hat, dass der Rücken stabil ist, der Po-Back ein bisschen fest und nicht viel aus dem Rücken macht, sondern aus dem Bauch arbeitet. Ja? Eins vorab, alles was mit den Beinen zu tun hat, ja, geht natürlich auch ein bisschen in Hüftbeuge und natürlich in den Unterbauch. Ne? Okay, das war's von meiner Seite aus. Mein Name ist Klaus Gosch, ich bin euer Lockdown-Trainer Teil 2.
Das ist mein Support. Ildiko, das ist mein Background. Sie macht ein bisschen mit so nebenher. Sie zeigt ihre Übung. Aber sie ist nicht so wichtig. Aber sie macht es schon super. Ne? Also von meiner Seite aus, das war's. Tschüss wieder. Ciao miteinander. Tschüss.